Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play über das Kingdom Evolved Modpack, das ich selber gemacht habe. Ein Bauprojekt, es wird richtig etwas Cooles gebaut, also mehrere Sachen, aber vor allem ein großes Projekt am Anfang jetzt. Wir bauen, ja, etwas, das sehr detailliert wird und, ja, man eigentlich hier überall sieht. Aber einfach in extrem detailliert und schön mit einem Haus drin, nämlich einen Baum. Ich finde einfach die Bäume in Minecraft, die ich schon gesehen habe, einfach so faszinierend, dass so etwas einfach ein Muss ist für mich. Und wir werden es mit den Spruce Holz oder Dinge Baumstämmen machen. Und die Krone, also das Laub wird wahrscheinlich zu einem ja, Dschungelholz oder so etwas ähnliches. So ein Paradiesbaum. Und er wird Früchte tragen, nämlich Wohnräume, Früchte. Und der Stamm wird hohl sein, wird auch natürlich irgendwie etwas beinhalten. Und ich habe mir einfach mal vorbereitet, dass wir einfach die Welt nicht kaputt machen müssen. Habe ich vorbereitet, dass wir einfach farmen irgendwo anders und hier dann einfach bauen. Weil es ja ein Bauprojekt ist und IFE zu bauen gibt, will ich da nicht die Welt schon kaputt machen. Wir haben hier ein Meer. Wir haben da so ein Pinion-Biom. Hier haben wir ein Regenforest, ein Regenwald mit, glaube ich, Bambus und hier unten Sprucewood Tiger. Und wenn wir durchs Portal gehen, haben wir Eis. Schnee und Eis. So, oh. Jo, und wir beginnen jetzt hier, farmen unser Zeug und dann beginnen wir mit dem Baum. Wir müssen uns um Essen kümmern und ja, das müssen wir zuerst machen, also einen Garten machen dann dort. So ein Gooseberry Net. Danke. Wieso kann ich die nicht abbauen? Also. Mach ne. Ups. Wollte ich nicht. Ich wollte natürlich nicht im Game Mode 1 spielen. Dankeschön. Wieso bin ich im Game Mode 1? Seit wann? So, also dann legen wir los. Oh, viele Monster schon sichtbar. Die sind wahrscheinlich unterirdisch. Nun gut. Ja. Und wir werden alles so Sachen machen, die, ja, Fantasy sind, die nicht unbedingt modern oder nicht unbedingt Mittelalter ein Thema haben und ein bisschen ab ja, ein bisschen anders sind als auf dem Server, den ich machen werde. Da dürft ihr gerne auch mitmachen. Ihr müsst mich einfach ein bisschen informieren, bevor ihr auf den Server kommt. Per E-Mail oder so. Weil sonst, ja, kommen einfach Griefe online und griefen alles oder so. Obwohl sie es eigentlich nicht, ja, schaffen zu griefen, weil ich sie ja wieder zurücksetzen könnte. Und so weiter. Und auf diesem Server dann werden wir dann Völker machen und dann dürft ihr wählen, welche Völker ihr nehmen wollt. Jo, da kann ja auch etwas Modernes oder Zukunftsvolk sein. Es ist ja nur ein Bauprojekt. Ich finde, PvP hat auf Servern einfach nicht mehr so das Balancing. Ja, man kann sehr schnell einfach so Exploits ausnutzen und das ist... Ups, das wollte ich nicht. Oh, Creeper. Geh weg. Ja, genau, explodier gleich mal schnell. Supi.
Haben wir schon eine das erste Explosion. Das erste Feuerwerk. So. Dann gib mir mal ein paar Werkzeuge. Ja, wir haben hier Underground Biomes Constructs drin. Also alles mit Bauen, alles mit neuen Blöcken. Und auch 1.8 und 1.9 Sachen. Leider ist der Mod noch nicht so weit. Der Ad Futurum Mod, glaube ich. Der vermacht, dass die neuen Patches auch drin sind. Noch nicht geupdatet sind. So, wir müssen uns schützen von diesem Skelett. Wir haben noch kein Schwert. Und wir spielen auf schwer. Solange wir hier am Farmen sind. Und werden natürlich immer oft farmen. Ab damit keine Creeper alles kaputt machen oder so. Einfach uns stören beim Bauen, mache ich das dann in der normalen Welt. Also ja. Einfach zu Hause nicht. So. Ja. Wir werden allerhand Sachen entdecken, Sachen erleben. Und ihr dürft vieles wählen, was ihr wollt. Ich lasse mich von euch ein bisschen leiten. Und dürft jederzeit Verbesserungswünsche, Kritik und so nennen, schreiben. So, musste den töten. Da oben ist der andere. Zum Beispiel dürfte ich schon sagen, wenn jetzt etwas nicht schön ist oder nicht gut ist, dann verbessere ich mich. Oder das will ich auch. Ich will ja auch ein guter YouTuber sein. Und dass es euch Spaß macht, vor allem. Und ja, ich bin so frei und mache eben einen Server noch, wo ihr mit mir spielen könnt, mit mir bauen könnt, ja, was ihr denn wollt. Und ja, bin mal ja, gespannt, wie es so ankommt. Die vorherigen Projekte waren halt nicht so der Burner, weil es einfach nicht so viel entdeckt haben. Und ja, die Abonnenten eigentlich auch schon relativ alt sind, nicht mehr so aktuell sind und ja, nicht mehr schauen wollen oder sonstiges. Ich hoffe, ich kann ein bisschen mehr mit dem Server neue Abonnenten oder einfach alte wieder ein bisschen, ja, interessierter machen. Und ja, eben werde auch altmodisch bleiben. Ich werde nicht so neue modischen Kram bringen. Das ist für mich nichts, das ist für viele anderen auch nichts. Die stören sich immer an den so vorgeschrittenen Profi-YouTuber. Dass sie alles schneiden, dass sie alle Effekte reinmachen und so, das ist für mich nicht. Das ist kein Let's Play mehr, das ist nur noch Zukunft, ja. Werbung, mehr nicht. Finde ich schade. Schade. Kann man aber nichts machen. Aber könnte ich auch, wenn ich hätte. Ja, dieses Premiere Pro von Avi, oder wie es heißt, habe. Aber ich habe leider nichts, wo ich so gut schneiden kann und so. Da mache ich es auch nicht und weil es halt stört. Und ja. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Das ist ja einfach normale Let's Plays ohne Schnitte. Und ja. Ohne die ganze Zeit irgendwas reden über etwas, was überhaupt nicht mit Minecraft zu tun hat. Ich muss jetzt im ersten Part natürlich schon sagen, was ich so machen möchte und so. Aber eigentlich möchte ich ja
mich über Minecraft unterhalten und nicht über das Let's Play oder sonstige Sachen, über das Real Life. Das machen sehr viele YouTuber und ich schaue die nicht. Das ist für mich nichts. Das ist interessant. Da haben wir nämlich ein andfarbiges Laub. Frost Forest. Cool. Ja, ich liebe diesen Mod, der Biome Supplenty Mod. Der hat immer so viele neue Biome zur Verfügung. Und das ist die ganze Welt auch von diesem Biome. Haben wir neue Setzlinge? Nö, sind noch alte. Gut, ja. Ja, entweder unterirdisch oder nach Hause gehen. Ja, wir gehen eher unterirdisch. Oh, wir werden noch vergiftet von verschiedenen Plants. Pflanzen. Hallo? Du machst mir Angst. Da sind die Spinnen. Ja, nicht von oben irgendwie angreifen, bitte. So. Upp. Nicht zu mir kommen. Ja, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Oh, da kommt noch eine Spinne. Diese Herzen, die sind von Custom NPC, glaube ich. Ich sehe immer wieder Fackelfehler. Keine Ahnung, von welchem Mod das ist. So, wir brauchen Eisen vor allem. Und andererseits. Wasser. Da ist Wasser. Okay, eine Quelle. Hübsch. Mit dem verschiedenen Stein. So, ja. Eine neue Spitzhacke machen bald. Aber wir brauchen jetzt mal Eisen. Gehen wir wieder runter. Machen zu. Und graben uns mal ein bisschen weiter. So. Ja. Machen wir kaputt. So, und dann craften wir uns eine neue Spitzhacke, aber auch ein Schwert. Zuerst müssen wir noch Stöcke herstellen. So, ja. Jetzt gut, ja, dann machen wir weiter. Schauen mal, wo die Spinnen hier sind. Oben. Jo. Guten Tag, Herr Spinne. Ja, jetzt habe ich Monster bekommen. Ah, wegen dem Schwert. Hallo? Oh, nicht ein Skelett. Da gibt es Eisen. Aber schaffe ich das Skelett mit so wenig? Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja. Nicht so laut, es ist zu laut. Feindliche Kreaturen. So. Aber kann ich freundliche Kreaturen auch runterstellen. So. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, das schaffe ich, bevor das Skelett kommt. Wir stellen den Ofen und machen uns eine Eisenrüstung.
Ein Brustpanzer. Ah, hier haben wir noch mehr. Gut. Rein. So. Drei. Komm, wir brauchen sechs. Dann haben wir einen heißen Brustpanzer. Fünf. Da ist noch zwei. Hier noch drei. Machen wir eine Spitzhacke noch. So. Oh. Die Hose ist... Nein. Ja, okay. Komm, machen wir neun. Oder acht. So. Ja. Super. Also dann können wir doch da angreifen. Wenn wir taktisch sind. Hallo. Hä? Da bist du. Greif an. Ach, keine Schaltplatte. Gott, oh Gott. So stark die Skelette auf Schwersen. Wenn man auch kein gutes Equip hat. Ja, es wird noch zu einem Hardcore-Let's Play. Auf dem Schickheits-Hardcore. Nein, wechseln will ich nicht. So, wir haben kein Essen. Ist doch mal prima. Jo. Farbstoff. Es gibt so neue Crafting-Rezepte, die möchte ich mal ausprobieren. Stein kann man irgendwas machen. Ja, da genau. Ah. Steinwege. Fahrten. Ja, mit Salz allein kann man nichts machen. Jo, also, eine Spitzhacke bitte. Oh, das ist eine Leiter, okay. Eine Leiter kann man auch craften. Interessant. Interesting. So. Dann, ja, warten wir, bis es Tag wird und gehen dann. Ja, was sollen wir machen? Gras sammeln. Nein, ihr kommt nicht. Oh je, oh je. So. Da oben könnten auch runterkommen. Ungutes Gefühl. Kann man da irgendwie etwas erkennen? Auf der großen Map erkennt man gar nichts. Ja, Creeper sind in der Nähe, das ist gefährlich. Naja. Es könnte Tag werden. Weil die Creeper, die sterben nicht. An der Sonne. Da kommen alle plötzlich, wenn ich raufgehe. Wenn es dann Tag ist. Naja. Wir sind bei 1 Million. X 1 Million, Z 1 Million. Oh je. Haben wir genug zu bauen, bis wir dann zu den Farmen wegkommen, wenn die ringsum sind. Gut.
So, Tag ist es, aber die Monster brennen noch nicht. Einen Bogen könnte ich machen, aber zwei Pfeile, ne. Ich kann mit dem Bogen einfach nicht so gut umgehen. Eis-Iris. Die nehme ich mit. Okay, ist nur ein Monster hier oben. Die sind alles unterirdisch. Okay. Kettenpanzer gedroppt, nix. Also ich muss hier mal ein paar Körner sammeln. So. Ja, die giftigen tun wir mal weg. So, Gras. Jo. Da noch. Dann können wir nach Hause gehen. Eisen für einen Eimer habe ich nicht. Müssen wir noch sammeln dann. Dann machen wir das am Fluss, wo dort ist. Beginnen wir am Fluss einfach ein kleines Weizenfeld zu machen. Jo, andere Körner haben wir nicht. Nö. Da ist irgendwo ein Enderman. Wo waren wir? Da unten. Okay, wir sind einfach ein bisschen zu östlich gegangen. Ja, den kann ich auch nicht. Toll. Dann noch die Mammutbäume dann mal abfällen. Ja. So, jetzt sind wir gleich da wieder. So, ja. Dann ist der Part leider auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Und ja, danke schön fürs Schauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.